Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, gestern hat das Land Niedersachsen seine Impfhotline und sein Impfportal freigeschaltet. Allein im Impfportal wurde über 7 Millionen Mal versucht, dieses zu erreichen und das innerhalb von 1,5 Stunden. Leider konnten im Landkreis Hameln-Pyrmont keine Termine vergeben werden. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir hier sehr viele Alten- und Pflegeheime haben, nämlich 38. Bislang konnten wir mit dem wenigen Impfstoff, den uns das Land zur Verfügung stellt, 17 Einrichtungen verimpfen. An 21 konnten wir noch keine Impftermine geben. Das wird aber in der nächsten Woche starten, da wir da neuen Impfstoff erwarten. Derzeit sind 3 mobile Teams aus dem Impfzentrum heraus tätig und führen die Zweitimpfung durch. Ich bin auch optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten mehr Impfstoff erhalten werden und Sie dann auch Termine erhalten werden. Jetzt noch ein Wort in eigener Sache. Wir haben sehr viele Zugriffe auf unserer Facebook-Seite und unsere Videos werden immer besser angenommen. Daher haben wir hier im Landkreis eine kleine Ecke eingerichtet, mit der wir noch ein wenig professioneller aufgestellt sein wollen, um Sie auf diesem Weg zu unterrichten. Sie erhalten von uns direkt und sehr schnell aktuelle Informationen, seriöse Fakten und die sogar kostenlos. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bitte bleiben Sie gesund.